Und eine Festnahme. Das ist diese Woche schon der vierte Zwischenfall mit Drogengewalt in Miami. Wir schalten jetzt live zu einem Sky 5-Exklusiv-Interview mit Captain Julian Dawes. Es handelt sich um laufende Ermittlungen. Also kein Kommentar? Es handelt sich um laufende Ermittlungen. Das ist mein Kommentar. Kein Kommentar hieße kein Kommentar. Wo zur Hölle sind alle? Im Drogenkrieg. Hab's im Fernsehen gesehen. Ein echtes 80s-Revival. Morgen ziehe ich den weißen Anzug wieder an. Bitte mit rosa T-Shirt. Stoddard, du kriegst eine Sonderkommission. Mendoza und Dow in mein Büro. Ihr zwei kennt euch? Naja. Gut, dann seid ihr jetzt Partner. Setzen. Mendoza, du hast mehrere Kilo Koks sichergestellt. Glückwunsch. Erklär mir mal, warum Koks gestempelt wird. Als Beweis, dass es nicht gestreckt wurde. Richtig. Den Stempel deines Kokains kennen wir noch nicht. Deinem Fang zufolge stammt es von Tyson Latchford, den Detective Dow schon gut kennt. Bringt ihn doch mal für einen kleinen Plausch her. Sir, Mendozas letzter Einsatz, bei allem Respekt, war das reinste Desaster. Ihr macht das schon. Einen schönen Tag. Ich habe in dem Hotelzimmer übrigens nur getan, was Stoddard wollte. Aber ja, natürlich. Keine Entschuldigung, Detective. Das ist keine, nur Kontext. Was muss ich zu Tyson Latchford wissen? Er vertickt Koks an Bonzen. Deine Festnahmen sind nicht auf Tysons Level. Aber manchmal beschenkt er seine Ghetto-Kumpels von früher. Dann suchen wir mal einen. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Hey, pass auf dich auf. Im Drogenkrieg geht's wirklich zur Sache. Ich weiß. Ich habe im letzten halben Jahr zwei Freunde verloren. Wachleute. Ja, hab davon gehört. Tut mir leid. Mir auch. Miami ist ein Drecksloch. Dann lass uns sauber machen. Das ist doch unser Job. Genau das hat Stoddard über dich gesagt. Was hat er gesagt? Dass du den Polizeijob liebst. Hey, Officer, Officer! Ihre Windschutzscheibe ist dreckig. Ich mach das schon. Hey, Pfoten weg von der Scheibe. Wieder. Okay, okay. Durfte ich $5 kriegen? Nennen wir es Schutzgeld. Tut mir leid. Nicht im Dienst. Okay, okay, kein Thema. Wünsche trotzdem alles Gute. Schön aufpassen. Arschloch! Weißt du, ich bin hier ganz in der Nähe aufgewachsen. Echt? Sozialer Aufstieg, hm? Lass mich raten. Du bist vom South Beach. Nein. Nein. Los Angeles. Orange County. Oh. Sozialer Abstieg, ne? Ja. So in etwa. Was ist los? Sicher was mit Drogen. Versuchung, lehn ich ab. Hinreichender Verdacht, Vollidioten, egal was du ablehnst. Hey, Gooseman. Wer ist denn das? Unser alter Freund Hux hat den ganzen Kofferraum voll mit Hotshot-Shit. Runter! Hux, wo ist dein Freund Tab? Keine Ahnung, wo Tab ist. Ah, er sucht nach Tab. Ja, weißt du was? Nein, aber sein Freund Briggs, er war mit Tabs Leuten drüben auf der 12. Danke, Gooseman. Hast mir geholfen. Sehr gut, Detective. Was soll ich denn machen, wenn sie mir SMS schreibt? Du bist hier aufgewachsen, aber nicht in Miami geboren, hm? Nein. Havanna. Wow, wie bist du abgehauen? Du bist richtig abgehauen. Mit meiner Mama. Und dein Vater? Keine Ahnung. Hab ihn seit 20 Jahren nicht gesehen. Genau vor dem sind wir ja abgehauen. Ist er noch in Kuba? Ich nehme mal an. Er ist tot. Wäre mir aber auch egal. Hört sich ja wirklich toll an. Toll war an dem überhaupt nichts, glaub mir. Ja, der Richter hat mir keine Verfügung gegeben.
weil ich keine Rechnung habe. Ich meine, wo soll ich denn die verdammte Rechnung herkriegen, wenn ich nicht mehr weiß, wie ich... Scheiße! So eine Scheiße! Hey, langsam. Okay. Gibt es hier ein Problem? Das Scheißding geht nicht zu. Viel Erfolg noch. Fick dich! Soll ich Verstärkung rufen, Mendoza? Ja. Die Zentrale soll ein SWAT-Team schicken. Komm. Wenn wir mit dem Wagen anrücken, gibt es nur Ärger. Hier 13. Wir steigen aus. Die Stadt hat das Viertel abgesperrt. Es gibt nur einen Eingang. So macht man die Leute nur wütend. Der Typ, den wir suchen, geht hier normalerweise rum. Ja, ich war lange nicht mehr hier. Geh du voran. Fuck. Was ist denn das da in deiner Hose, Officer? Thomas, soll ich dich filzen? Ich weiß, was ich finde. Und ob du das weißt? Ruben, stopp ihm endlich das Maul. Und pack also, das in den... Moment. Ich hab gar keine Tüte. Gar keine Tüte. Ich hab keine braune Tüte. Nimm dir ruhig eine ganze Stunde Zeit. Vorsicht! Komm, mach hin, sie ist nix. Du hast so ein Date oder was? Achtung, Mendoza. Alter. Der ist unberechenbar. Was hast du denn immer mit der scheiß Zeit? Das ist schade, die Dame. Geh du vor, ich kenn das. Na? Hab doch gesagt, das klappt. So läuft's immer bei mir, Baby. Immer und... Ewig? Halt! Was soll das denn? Miami PD. Wir hätten da ein paar Fragen. Yo, Detective. Wer ist das denn? Mein neuer Partner Briggs. Wir spielen böser Cop, ganz böser Cop. Dein Freund Tab. Wo steckt er? Mann, leck mich! Okay, ganz böser Cop also. Nick, schnapp ihn dir. Sag mir, wo Tab ist, dann bist du uns los. Ist klar. Freund und Helfer am Arsch, ey. Er chillt auf der Couch, okay? Mehr wollte ich gar nicht wissen. Los, Mendoza. Irgendwann kriegen sie dich dran, yo. Ich kenn meine Rechte. Was, lässt ihn einfach hier? Ist das wirklich klug? Nein, aber letztes Jahr wollte er einen Undercover-Cop töten. Scheiß auf den. Los, Tabs Couch ist in den Arcola Sozialbau. Da ist er sicher nicht lange. Ach, Scheiße, das sind Tabs Leute. Die dürfen nicht wissen, dass wir da sind. Los, komm! Das wirst du doch keinem erzählen, oder, Partner? Weiß nicht, wovon du redest. Braver Junge. Okay,
Komm. Okay. Geh durch. Na, besten Dank. Übrigens, der Desaster. Wohl eine haarige Situation. Aber du hast's geschafft. Was hältst du eigentlich von Starlight? Wir waren nur Kurzpartner. Er ist ein Elefant. Die Welt sein Porzellanladen. Ich glaube, da ist was runtergefallen. Wenn die Klima kaputt geht, gehe ich zu meiner Schwester. Wenn die kaputt geht, repariere ich die. So wie du den Staubsauger nimmst. Na, Tab, bleib hier, ich krieg dich sowieso. Wir suchen Tyson. Bist du ihr neuer Partner? Und wie ist Karate mit ihr? Ich mach Krav Maga. Karate ist Esoterik-Scheiß. Du bist krass. Tab und Tyson waren wie Brüder. Weiß mit Vorliebe fürs Ghetto. Tab ist nie rausgekommen. Steh auf. Hände auf den Kopf. Hey. Tyson, Tab, wo ist er? Viele Leute suchen Tyson. Ihr wisst doch Bescheid. Er taucht ab. Die Lebenserwartung ist in der Szene gerade nicht so hoch. Wäre schön, wenn du uns sagen könntest, wie hoch genau. Nicht meine Gehaltsklasse, Fidel. Nick, nimm ihn fest. Das wurde auch Zeit. Hallo, gibt dir mal sowas eine Abbulle? Anfangs ja, und dann wird's öde. Tab? Ich bin schockiert, Alter. Ich hab ein Rezept dafür. Es gibt einen Haftbefehl. Dein Koks versteckst du unter der Mülltonne um die Ecke. Der Kleine, der gerade abgehauen ist, vertickt es vermutlich gerade. Im Ernst, für diese Scheiße ist er viel zu jung. Und deshalb bist du wegen Drogenbesitzes dran. Kapiert? Was soll ich für euch tun?